Hast du schon mal was von Trautmann gehört? Ja. Trautmann. Trautmann. Ja, kenn ich. Wenn ich Ihnen Andreas Trautmann sage. Ja, ja, dann fällt mir so ein. Wer kannte ihn nicht? Im Dresden der späten 80er Jahre Dynamos Abwehrrecke Andreas Trautmann. Jetzt, fast 35 Jahre später, ist aus dem einstigen Vorstopper ein Titelheld geworden. Trautmann war in meiner frühen Jugend, 89 tatsächlich mein Idol. Dynamo Dresden wurde damals wieder zum ersten Mal Meister. Und in diesem schon spürbar untergehenden Land war für uns damals als junge Kerle Dynamo Dresden und Trautmann Halt und Identifikation. Trautmann in Trümmern, eine Liebeserklärung, heißt das Buch über eine Zeit, als in Dresden noch erstklassiger Fußball und mitunter sogar auf Schnee gespielt wird. Das Besondere an diesem Trautmann? Verletzungsbedingt läuft der Nationalspieler über Jahre ohne Kreuzband auf und legt mit straff geschnürtem Knie die gegnerischen Stürmer trotzdem an die Kette. Dazu gilt ein Europapokalabend von Dynamo in Fankreisen als gesetzlicher Feiertag. Die Ordnung ist aufgelöst, wir sind verschmolzen, die Mannschaft, die Zuschauer, das Stadion. Rudi, 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 ich sehe ihn noch nicht. Rudi Völler, 1988 mit AS Rom in Dresden zu Gast, ist an diesem Abend wirklich nicht zu sehen. Abgemeldet von Andreas Trautmann. Dynamo gewinnt und reist weiter durch Europa. Und Veit Petzuk schwelgt im selbsterlebten Spannungsbogen. 16, 17 sind sie, die jungen Trautmann-Fans. Da geht es auch mal deftig und ganz schön derb zur Sache. Dresden stößt nach 10 endlos langen Jahren den BFC vom Titelthron. Und ihr Trautmann wird auch noch zum DDR-Fußballer des Jahres gewählt. Es war ein völlig verrücktes Jahr. Also Dynamo Dresden löste nach 10 Jahren Dauermeisterschaft die Berliner ab. Im Sommer war die Meisterschaft, im Herbst knallte es am Hauptbahnhof, da rollten die Züge nach Prag durch. Kurze Zeit später fiel die Mauer. Völliger Irrsinn. Also plötzlich war die Freiheit da. Keiner wusste eigentlich, was es ist. Dem Publikum zur Premiere hat Trautmann gefallen. Mal sehen, was der Titelheld von seinem literarischen Denkmal hält.